war einmal eine Welt. Jetzt steht es, sie still. Erde, 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 keiner Erde. Es ist Nacht und wieder Tag. Es ist dunkel geworden. Morgen geht die Sonne wieder auf und alles wirklich unwirklich. Steht sie still, die Erde. Punkt. Copyright, Apple Copyright. Still. Und ganz schön beschäftiges Treiben an der Börse. Es geht wohl bergab, so kann es nicht mehr weitergehen, haben sie schon lange laut gesagt. Nicht nur bei den Hedgefonds wie Hedgefonds an der Corona-Krise verdienen der Corona-Crash an den Börsen, ruft zahlreicher Hedgefonds auf den Plan. Die Strategie ging auf. Ray Dalio wettet auf fallende DAX-Aktien, besonders im DAX wittet Dalio noch großes Potenzial. Der Hedgefonds-Investor, mein Banker, war nicht begeistert. Der Hedgefonds-Investor, der Hedgefonds-Investor. Kurze Einführung. Wie funktionieren Leerverkäufe? Ausrufezeichen. Leerverkäufer sind Anleger, die auf fallende Kurse setzen. Dafür leihen sie sich Aktien und verkaufen sie. Das Kalkül dahinter: sinkt der Kurs, können sie die Titel später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und dem Verleiher zurückgeben. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn. Leerverkäufer sind Anleger, die auf fallende Kurse setzen. Dafür leihen sie sich Aktien und verkaufen sie. Das Kalkül dahinter: sinkt der Kurs, können sie die Titel später zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und dem Verleiher zurückgeben. Die Differenz zwischen Verkaufspreis und Rückkaufpreis ist ihr Gewinn. Im Februar verzeichneten rund 40% aller Hedgefonds Gewinnen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Zahlen des Datenanbieters Hedgefonds Research. Das lag nicht nur am Short-Selling, sondern auch an der soliden Entwicklung von Anleihefonds. Mein Banker war nicht begeistert. So ist es, wenn man sich absichert. Es war eine Versicherung. Wir nannten es Armageddon Put, Arm. Und trotz weiter deutlich wachsender Verschuldung, nicht mehr der privaten Haushalte, dafür der Staaten und Unternehmen. Mit absehbar noch geringeren Wachstumsraten angesichts des als demografischen Wandel harmlos umschriebenen Niedergangs der Erwerbsbevölkerungen und unzureichenden Produktivitätszuwächsen. Mein Banker war nicht begeistert. Mit gleichzeitig verfallender Globalisierung angesichts zunehmenden Protektionismus und abnehmender Kooperationsbereitschaft, steigende politische und soziale Spannungen von der Außengrenze der EU über den Konflikt der USA mit dem Iran bis zu wachsender Ausländerfeindlichkeit mit einem V, ja, mit einem V, ja, mit einem V, ja, das V ist demnach die typische Form von Rezessionen. Schließlich waren die wirtschaftlichen Folgen weiterhin höchst unsicher. Aschermittwoch forderte ich an dieser Stelle mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus einen ökonomischen Notfallplan. Krisenzeiten sind Flosbach von Storch hat den Infektionsverlauf in China untersucht und kommt zu der ermutigenden Feststellung, dass dort das Schlimmste hinter uns liegt. Es gibt weniger Neuinfektionen als Geheilte. Wir nähern uns wieder der Normalität. Treffe das zu, könnte die Wirtschaft in China gerade noch rechtzeitig in Gang kommen, um das Schlimmste für die weltweit vernetzte Wirtschaft zu vermeiden. Doch warum befinden sich die Börsen dann im Sturzflug? Diese Warnsignale sind durchaus ernst zu nehmen. Und sie weisen alle in die gleiche Richtung. Auf eine Welt, warum befinden sich die Börsen dann im Sturzflug?
Dies trotz eines noch vor kurzem für undenkbar gehaltenen monetären Feuerwerks der Notenbanken. Warum befinden sich die Börsen dann im Sturzflug? Gute Zeiten für Hedge Fonds. Investoren schließlich waren die wirtschaftlichen Folgen weiterhin höchst unsicher. Der Corona-Crash an den Börsen ruft zahlreiche Hedgefonds auf den Plan. Sie versuchen mit Leerverkäufen und Pleitewetten das große Geld zu machen. Teilweise ist ihnen das schon gelungen. Mein Banker war nicht begeistert. Gute Zeiten für Hedgefonds-Investoren. Das V ist demnach die typische Form von Rezessionen. Schließlich waren die wirtschaftlichen Folgen weiterhin höchst unsicher. War prominent und zweifellos ein Schock, war ein Schock. Es sieht nur so aus, es ist ein Schock. Und es sieht nur so aus da draußen. Ist es still? Stille Bank im Park des Kapitals des Tals. Der Grund für die Finanzkrise war der Kollaps der Bank, nicht genauso wenig wie wir. Das totale Virus. Das totale Virus. Wollt ihr das totale Virus? Eigentlich ist es, was weiß die Fate, was wir nicht wissen, lieber verkauft statt gekauft. Ohne Helikoptergeld, also lieber verkauft statt gekauft. Ohne Helikoptergeld, also damit liegt das Virus nur die fundamentale Krankheit einer Wirtschaft offen, die zunehmend auf Spekulation statt Investition setzt. Die Börsianer ahnen das und bereiten sich vor. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Gerade als Unternehmer sollte man sich nicht darauf verlassen, dass es beim V bleibt. Cashflow-Sicherung hat jetzt höchste Priorität. Dass die Wirtschaft sich durchweg rasch erholt, so war es bei SARS. Bei der Hongkong-Grippe von 1958 und selbst bei der spanischen Grippe 1918. Warum sollte es heute anders sein? Gute Zeiten für Hedgefonds-Investoren. Schließlich waren die wirtschaftlichen Folgen weiterhin höchst unsicher. Diese Warnsignale sind durchaus ernst zu nehmen. Eigentlich natürlich werden die Notenbanken und Regierungen eingreifen. Eigentlich die Käufer kommen nicht, beziehungsweise wenn sie kommen, dann hält ihre Kraft, den Markt zu drehen, nur ein paar Tage oder Stunden. Eigentlich, dass die Börsen aus anderen Gründen als nur dem Virus skeptisch sind. In der Tat neigen zyklische Aktien, Rohstoffe und die Schwellenmärkte schon deutlich länger zur Schwäche. Eigentlich die Zinsen auf Staatsanleihen fallen in den USA auch schon seit dem Sommer 2018. Während die Börsianer eine Party feierten, 2019 war ein sehr gutes Jahr, kamen von hier schon lange vor Corona echte Warnsignale. Eigentlich gute Zeiten für Hedgefonds-Investoren. Schließlich waren die wirtschaftlichen Folgen weiterhin höchst unsicher. Eigentlich, warum befinden sich die Börsen dann im Sturzflug? Eigentlich gute Zeiten für Hedgefonds-Investoren. Schließlich waren die wirtschaftlichen Folgen weiterhin höchst unsicher. Diese Warnsignale sind durchaus ernst zu nehmen. Natürlich werden die Notenbanken und Regierungen eingreifen. Damit liegt das Virus nur die fundamentale Krankheit einer Wirtschaft offen, die zunehmend auf Spekulation statt Investition setzt. Die Börsianer ahnen das und bereiten sich vor. Ich denke,
Das ist keine schlechte Idee. Gerade als Unternehmer sollte man sich nicht darauf verlassen, dass es beim Fonds bleibt. Cashflow-Sicherung hat jetzt höchste Priorität.